Als erstes messt ihr mal euren Kopfdurchmesser ab. Da könnt ihr einfach einen Bast nehmen oder eine Rebschnur und macht einfach so einen Knoten. Dann wisst ihr schon euren Kopfdurchmesser und dann tut ihr euch nachher leichter mit dem Abmessen. Als nächstes brauchen wir ein Satinband oder irgendeine beliebige Schnur und einen Spulendraht. Ich lasse hier das erste Stück frei, weil das ist dann nachher zum Zusammenbinden. Ist ganz egal, mit welcher Blüte ihr anfangt. Hier wird der Draht einfach um die Blüte gelegt und ganz fest gezogen, dass nachher nichts rausschlüpft. Das Drahtende und der laufende Draht werden miteinander verzwirbelt, sodass das die Festigkeit hat. Und die nächsten Blüten werden angelegt. Am besten ist es, wenn man zweimal mit dem Draht rumgeht, dass es auch schön fest ist. Dann gehe ich einfach nach der Reihe durch und nehme von jedem Häufchen eine Blüte. Und wichtig ist wirklich immer schön festziehen. Also da kann man auch nicht gleich was kaputt machen oder was abreißen. Wichtig ist einfach, dass der Kopfkranz schön fest wird. Jetzt wird es immer unhandlicher, weil sich das unten ein bisschen einkringelt, aber das ist ganz normal. Das ist halt eigentlich auch nicht schlecht. Dann ist das von der Kopfform her auch gleich ein bisschen angepasst, ein bisschen runder. Das wäre jetzt auch schon ein schönes Armband. Wenn man jetzt schon keine Lust mehr hat und ein Armband haben will, wäre auch eine Möglichkeit. Ein Blumenkranz hält in der Regel den ganzen Tag. Es ist halt wichtig, dass er, wenn er den Tag vorher angefertigt wird, im Kühlschrank gelagert wird, im Gemüsefach und ein bisschen mit Wasser besprüht wird.